Vorab, dies wird ein Zweiteiler. Das heißt, heute geht es um die Modellierung der Filigrandecken und beim nächsten Mal geht es um die Planung. Servus, heute geht es ja um Filigrandecken und da zeige ich euch, wie ihr wirklich Filigrandecken in 3D erstellen könnt und diese dann auch von der Hauptdecke abgezogen werden, dass die Massen sozusagen richtig dargestellt werden. Zusätzlich zeige ich euch, wenn ihr denn möchtet, könnt ihr jede Platte eine Positionsnummer vergeben und das geht mit einem Python-Part ziemlich einfach. Und dann zeige ich euch das Ganze noch, wie ihr das im Objektmanager besser kontrollieren könnt. So, jetzt liken, Kanal abonnieren und dann geht's los. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Servus, grüßt euch. Heute geht es um Filigrandecken und wie ihr die in Allplan aufsetzen könnt. Wie immer gilt, es gibt mehrere Wege und je nach Workflow oder je nach Bedarf wird natürlich dieser Workflow angepasst. Ich zeige euch einfach meinen Workflow und wie ich das immer gemacht habe und vielleicht könnt ihr euch da etwas abschauen. Legen wir los. Als erstes bin ich im Teilbild der Decke und dort sind natürlich die Kubikmeter der Decke jetzt festgelegt auf die gesamte Höhe ohne Filigrandecke. Das können wir herausfinden, indem wir, dass wir auf Reports gehen. Ich hole mir hier aus den Standards Rohbau, dann hier Decken. Dann sage ich einmal okay und klicke auf die Decke. Ich kann natürlich auch alles auswählen. Und jetzt bekomme ich hier das Volumen von 21,6. Okay? Das notieren wir uns einmal. Oder wir benutzen ScreenPresso. ScreenPresso, eines der besten Programme überhaupt. Also es ist natürlich das beste Screenshot-Programm, aber eines der besten Programme überhaupt. Da kann man zum Beispiel hier mit einem Pfeil markieren oder hier. Und dann kann man vielleicht auch einen Text hinzuschreiben. Das könnt ihr bei Snipping Tool vergessen, dann müsst ihr das selber kritzeln. Da schreiben wir jetzt einfach hin. Ausgangswert. Wunderbar. Schreiben wir hier hin. Und schon haben wir das Ganze. Also gut. Genug kostenfreie Werbung für ScreenPresso, so haben wir auf jeden Fall die Decke raus und eigentlich müssen jetzt die Massen von der Filigrandecke dann natürlich abgezogen werden. Das können wir erreichen, indem wir jetzt die Filigrandecken in 3D einzeichnen. Ich übernehme dazu per Doppelrechtsklick die Decke, stelle mir hier ein paar Sachen um bei den Eigenschaften, das heißt erstmal brauche ich eine höhere Priorität, denn die Filigrandecke sollte ja die Decke ausschneiden und nicht andersherum. Das heißt, die Priorität setzen wir mal hier auf 300, das passt mir. Und dann stelle ich noch zwei Sachen um. Einmal die Stilfläche. Die Stilfläche haben wir jetzt auf Beton bewährt. Ich suche nach FT bewährt, also nach Fertigteil bewährt. Und die Oberfläche Orbbeton, die ersetze ich durch ein Rot. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das ist sehr markant und auffällig und deswegen mache ich das so. Dann gebe ich einmal das OK ein. Die Höhe brauchen wir noch, sorry. Dann gehen wir hier von der Höhe, auch von der unteren Bezugsebene auf 0, passt, die untere Seite passt. Dann nehme ich noch die untere Bezugsebene und gehe jetzt zum Beispiel in dem Fall 6 cm nach oben, je nachdem wie hoch halt eure Filigrandecke ist. Ich bestätige zweimal mit OK und dann fahre ich das ganze Ding ab in einen Abstand von 0,02. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier erstelle, dann habe ich hier, hätte ich Minus eingeben müssen. Weiterer Tipp, wichtig, jetzt sehe ich hier das Ganze gar nicht, wie ich das eingebaut habe, weil ich auf demselben Teilbild bin, selbes Material. Da können wir uns Abhilfe schaffen, indem wir auf die Optionen gehen, dann auf Bauteile und Architektur und dann Verschneidungslinien anzeigen. Okay und freuen. Jetzt sehen wir hier gestrichelt, wunderbar, die Filigrandecke passt doch. Also nicht Minus eingeben müssen, sondern es passt genauso, wie ich es gemacht habe. Und da ich euch jetzt nicht länger aufhalten möchte, werde ich jetzt Schritt für Schritt einfach die nächsten Filigrandecken einzeichnen und nehme euch dabei mit. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. So, das soll es gewesen sein. Jetzt sagt ihr ja, aber Peter, ganz ehrlich,
Hier wird nicht eine Platte sein, hier werden es zwei sein, hier werden es vielleicht sogar drei sein und hier auch. Das stimmt, aber das teile ich selber nicht ein. Das macht das Filigranwerk. Ich kann mir nicht die Hand ins Feuer legen, ob das jetzt hier getrennt wird oder hier und vermaß das auch nicht. Falls ihr das aber machen müsst, dass ihr das irgendwie übernehmen müsst, dann müsstet ihr vielleicht euch behilflich sein mit Flächenelement oder Architekturelement trennen. Einmal draufklicken, also hier im Flyout, hier, das hier, unter Rohbau versteht sich. Dann nehmt ihr einfach die Decke eurer Wahl, klickt sie einmal an und jetzt unterteile ich das vielleicht einmal in der Mitte. Gebe noch hier minus 0,01 ein, zerschneide es einmal hier und zerschneid das nochmal in 2 cm Abstand und löscht den Mittelteil raus. Also löschen, markieren und dann schaut das Ganze hier so aus. Das könnte für euch hilfreich sein. Und für alle anderen seid ihr wahrscheinlich jetzt fertig. Wir prüfen das Ganze nach mit dem Report. Nochmal decken. Jetzt einfach Doppelrechtsklick, damit wir alles auswählen. Und jetzt sehen wir dann hier, diese Gesamtdecke hat jetzt an Volumen verloren. Wir erinnern uns, wir holen den Screenshot raus. Hier 21,65 und jetzt wurde das auf 17,34 reduziert. Ja, natürlich, die Lücken, die zählen eigentlich auch noch mit. Das macht aber das Grau nicht fett, würde ich sagen. Und jetzt haben wir halt von den einzelnen Platten noch das Volumen. Ja, jetzt könntet ihr natürlich noch hergehen und das Ganze irgendwie eine Position hergeben, zum Beispiel über Attribute zuweisen. Und dann gehen wir hier auf das Plus und dann suchen wir hier mal vielleicht Position, Positionsnummer, vielleicht irgendwie sowas. Hier haben wir was, passt. Dann können wir Positionsnummer, Text oder Positionsnummer auswählen. Wir nehmen mal Positionsnummer, deaktivieren hier alles. Hier können wir zum Beispiel 1 anschalten und das übergeben wir jetzt einfach an jedes Bauteil. Anwenden und wenn wir das Ganze bearbeiten wollen, gehen wir in unsere Bibliothek, Büro, Subparts, denn dort gibt es den Attribut ändern Python Part. Den könnt ihr übrigens kostenfrei herunterladen. Hier steht die E-Mail-Adresse alpla-einbauteile.de. Da könnt ihr wirklich dieses Python Part herunterladen und damit könnt ihr echt eure Arbeit beschleunigen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Hier haben wir schon Positionsnummer zufällig, aber ich setze alles mal auf 0 oder hier auf Refresh. Dann hole ich mir hier ein Plus, gebe nochmal hier Positionsnummer ein. Ich sage einmal okay und kann jetzt hier die Positionsnummer 1 hier vergeben, Positionsnummer 2 hier, 3 hier, 4 hier, 5 hier zum Beispiel. Dann schauen wir in die Objektpalette rein, gehen hier auf das letzte Attribut hier, holen uns hier ein Attribut, schauen wieder Positionsnummer, scrollen wir runter. Denn das muss ein Attribut sein, das hier im Teilbild vorhanden ist. Positionsnummer. Und jetzt sehen wir hier die 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wir sehen auch, wie viele Bauteile hier vorhanden sind. Aha, die 3 hat 2 Decken und Wände. Was ist denn hier los? Aha, hier habe ich anscheinend die Positionsnummer 3 an diesen Wänden verwendet. Warum auch immer, war wahrscheinlich ein anderes YouTube-Video. Und wir können natürlich das Ganze auch jetzt uns einfärben lassen. Zum Beispiel Positionsnummer 1 wollen wir in Gelb haben. Und jetzt sehen wir hier gleich in Gelb die Positionsnummer 1. Vorausgesetzt ist in der Animation die Schattierung von. Stellt ihr das auf Grout, kommt irgendeine andere Farbe raus. Keine Ahnung warum. Ja, gut, aber so viel dazu. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Und so könnt ihr eure filigranen Decken planen. Ein Report dazu, wie die einzelnen Positionsnummern dann herauskommen mit Volumen und Fläche, das wird es wahrscheinlich erst im neuen Assistenten, den ich gerade erzeuge, für den Ingenieurbau geben. Den könnt ihr euch dann aber nicht kostenfrei, sondern den müsst ihr ein bisschen was zahlen. Aber dann habt ihr alle Bauteile, ihr habt alle Reports dabei, alle Attribute, die ich auch selber verwende. Und ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video, würde mich freuen. Also abonniert bitte den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das weitergeholfen hat. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, Servus, euer Peter. Ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.